Hallo Internet, danke fürs Reinschauen. Heute geht es um ein zivilrechtliches Thema. Es geht um digitale Produkte und digitale Inhalte. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für digitale Produkte haben sich massiv geändert. Deutschland hat 3 EU-Richtlinien umgesetzt und zusätzlich im nationalen Alleingang den Verbraucherschutz verstärkt. Juraprofessoren sagen, das ist die tiefgreifendste Veränderung im Schuldrecht seit der Reform im Jahr 2002. Die Änderungen finden sich mit Masse im bürgerlichen Gesetzbuch, aber auch im EG-BGB und im Gesetz über unlauteren Wettbewerb. Teilweise sind die Änderungen bereits in Kraft, andere treten schon im Mai in Kraft. Was sollen Unternehmen jetzt tun? Darum geht es in dem Video. Ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risiko-Management. Also in der Theorie ist es einfach. Erstens Gap-Analyse, zweitens Planung des Umsetzungsprojekts, drittens Anpassung der Geschäftsorganisation und am Schluss ein Soll-Ist-Abgleich, damit man nachsteuern kann. Das ist der klassische PDCA-Zyklus, der zum Beispiel in Compliance-Management-Systemen nach der ISO 37301 angewendet wird. Konkret heißt das, wenn ein Unternehmen einen Compliance-Beauftragten hat, kümmert der sich um die Umsetzung. Aber gut möglich, dass es keine Compliance-Organisation gibt, zum Beispiel in KMU. Dann gehört die Beobachtung von relevanten Rechtsänderungen vielleicht zum Aufgabenbereich der Unternehmensjuristen oder der Risikomanager. Aber egal, wer sich um die Umsetzung kümmert, der Verantwortliche muss sich über 2 Punkte klar werden. Erstens, was hat sich geändert? Und zweitens, welche Auswirkungen hat das für unser Unternehmen? Das sind nämlich genau die Fragen, die die Geschäftsleitung mindestens stellen wird, bevor sie ein Umsetzungsprojekt genehmigt und die notwendigen Personal- und Sachmittel bereitstellt. Normalerweise fragt sie außerdem, wie dringend ist es und was passiert, wenn wir erstmal abwarten? Berechtigte Fragen übrigens. Die Compliance-Risikoanalyse gibt darauf die Antwort. Und mehr noch, sie ist eine solide Grundlage für die Umsetzungsplanung und die Erfolgskontrolle. Außerdem erlaubt sie die Priorisierung der Arbeitspakete. Das ist wichtig, denn natürlich wird die Geschäftsleitung verlangen, dass die größten Risiken zuerst angepackt und die bereitgestellten Mittel dort eingesetzt werden, wo sie die größte Wirkung entfalten. Das ist effizientes und effektives Compliance-Management. Also steigen wir ein ins Thema. Was hat sich geändert? Das Schuldrecht des BGB erfährt die größte Umwälzung seit Inkrafttreten der Schuldrechtsmodernisierung am 01.01.2002. So steht es im Vorwort des aktuellen Buchs, das neue Schuldrecht, digitale Produkte, Kaufrecht, Vertragsrecht, das ich wirklich nur empfehlen kann. Die Änderungen sind in 8 Gesetzen bzw. Verordnungen enthalten. Die meisten betreffen Vorschriften im BGB, im EG-BGB und im UWG. Wenn man sie normal ausdruckt, und ich habe das gemacht, braucht man dafür 45 Seiten. Ein Ausdruck im Änderungsmodus wäre noch länger. Offensichtlich kann man in einer Compliance-Risikoanalyse nicht die Auswirkung jeder einzelnen Änderung nachvollziehen. Das ist auch nicht erforderlich, denn es geht ja nur um die Änderungen, die das eigene Unternehmen betreffen. Am besten verschafft man sich erstmal einen groben Überblick über die Neuregelung, indem man die Änderungen nach Themen gruppiert. Man erkennt manchmal schon am Namen des Änderungsgesetzes, worauf es abzielt. Ein gutes Beispiel ist das Gesetz zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen. Beim Gesetz über faire Verbraucherverträge hilft der Titel nicht viel weiter. Aber man findet in der Gesetzesbegründung ganz am Anfang, welches Problem der Gesetzgeber lösen wollte. Das ist hier, dass es einen Kündigungsbutton auf der Website braucht und welche Vorschriften dazu angepasst werden. So, und was sind jetzt die Auswirkungen auf das Unternehmen? Beim Compliance-Management geht es ja um die praktische Umsetzung der Änderungen. Und deshalb filtert man die Änderungen heraus, die das Unternehmen nicht betreffen und konzentriert sich im Folgenden auf die Themen, bei denen wirklich Umsetzungsbedarf besteht. Das macht man am besten möglichst frühzeitig im Rahmen der Compliance-Risikoanalyse. Zum Beispiel kann man sich am Organigramm orientieren
Und dann stellt man sich die Frage, welche Abteilung oder Gruppe oder wie die Organisationseinheiten in Ihrem Unternehmen heißen, von der Änderung betroffen sind. Oder, anderer Ansatz, man prüft die Prozesse auf Anpassungsbedarf. Konkret schickt man dann die geänderten Vorschriften entweder an die Leiter der Abteilungen oder an die Prozessverantwortlichen und bittet um Rückmeldung, inwieweit die neuen Anforderungen durch die vorhandene Geschäftsorganisation erfüllt werden. Wo Lücken sind, müssen die Risiken genauer untersucht und bewertet werden. So erhält man normalerweise recht schnell einen Überblick. Es gibt aber, da müssen wir ehrlich sein, drei Fehlerquellen. Erstens, die Abteilung oder der Prozessverantwortliche wird bei der Verteilung übersehen und erfährt nichts von der Änderung. Zweitens, die Änderung wird in der Fachabteilung beim Prozessverantwortlichen nicht richtig verstanden. Möglicherweise, weil dort die juristische Expertise fehlt, die Konsequenzen einzuschätzen. Und drittens, es handelt sich um eine vollständig neue Anforderung, für die es gar keine Verantwortlichkeit in der Aufbau- und Ablauforganisation gibt. Bei einer systematischen Compliance-Risikoanalyse nach der ISO 37301 vermeidet man genau diese Fehlerquellen. Bei der Risikoidentifikation wird ein Bezug zwischen Produkten und Dienstleistungen oder Geschäftsaktivitäten sowie dem Produktionsvorgang einerseits und den rechtlichen Vorgaben hergestellt. Wie das genau geht, zeige ich jetzt. Also erstmal zu den Produkten und Dienstleistungen. Wir müssen uns da fragen, welche Produkte und Dienstleistungen werden durch die Gesetzesänderung betroffen. Der Gesetzgeber hat hier eine vollständige Neuregelung des allgemeinen Teils des Schuldrechts aufgenommen, und zwar unabhängig von den jeweiligen Vertragstypen. Das heißt, egal ob ich einen Mietvertrag, einen Dienstvertrag, einen Werkvertrag oder einen Kaufvertrag oder auch einen Schenkungsvertrag abschließe mit meinen Kunden, wenn es dabei um digitale Produkte geht, dann muss man sich mit den neuen Paragraphen 327 fortfolgende im BGB auseinandersetzen. Anderes Ding, was ins Auge sticht, der Online-Marktplatz. Das ist komplett neu geregelt, das Produkt. Und dem Betreiber von Online-Marktplätzen treffen jetzt vorvertragliche Informationspflichten. Die finden sich im Paragraphen 312k des BGB. Ein bisschen breiter in der Auswirkung sind die Änderungen für den Handel. Und das ist unabhängig von digitalen Produkten. Hier gibt es umfassende Änderungen im Kaufrecht und die betreffen Händler, also Unternehmer, die Waren an- und verkaufen. Dabei kommt es wegen der Möglichkeit des Verkäuferregresses eigentlich nicht so sehr darauf an, ob man seine Verträge unmittelbar mit Verbrauchern abschließt. Wichtiger ist vielmehr, inwieweit Paragraph 445a BGB, der den Verkäuferregress regelt, gilt und praktisch durchsetzbar ist. Naja, und dann gibt es noch ein paar Anpassungen bei speziellen Geschäftsarten. Dies sind Detailregelungen, die muss man sich anschauen, wenn man mit Verbraucherdarlehen, Finanzierungshilfen und Versicherungen zu tun hat. Im Ergebnis kann man Folgendes sagen: Die Zuordnung der neuen und geänderten Vorschriften zu Produkten und Dienstleistungen gibt uns schon einen ersten Hinweis, ob wir für unser Unternehmen Umsetzungsbedarf haben werden. Aber wenn wir wirklich sicher sein wollen, dass wir alle Compliance-Anforderungen vollständig erfasst haben, müssen wir auch die Geschäftsaktivitäten entlang der Wertkette betrachten. Und das müssen wir unabhängig und zusätzlich zur Produkt- und Dienstleistungssicht tun. Aber genauso wie eben ordnen wir wieder die neuen Vorschriften den Aktivitäten zu. Fangen wir an mit Research und Development der Produktentwicklung. Das neue Recht für digitale Produkte enthält Regelungen zur Aktualisierungspflicht und zur Produktänderung. Unternehmen müssen die Anforderungen an zulässige Produktänderungen berücksichtigen, um zu vermeiden, dass die Weiterentwicklung ihrer digitalen Produkte Gewährleistungsansprüche bei Verbrauchern auslöst. Die nächste Aktivität, die wir uns anschauen, ist die Beschaffung, der Einkauf.
Die neuen Regelungen verlangen das nicht ausdrücklich, aber wenn ein Unternehmen wirtschaftliche Nachteile vermeiden will, dann sollte es im Sinne eines Supply Chain Managements Qualitätsstandards beim Einkauf festlegen und durchsetzen. Welche Anforderungen müssen die zugekauften Bestandteile eigentlich erfüllen, damit wir mangelfrei unser Produkt herstellen oder unsere Dienstleistung erbringen können? Das ist die primäre Frage. Der Einkauf muss sich mit dem neu eingeführten Leistungsstörungsrecht für digitale Produkte auseinandersetzen. Stichwort Update-Pflicht. Außerdem sind zuverlässige, solvente Vertragspartner und eine belastbare vertragliche Basis wichtig. Der gesetzliche Unternehmerrückgriff nach § 327e Absatz 3 Satz 2 BGB beziehungsweise sein Pendant im Kaufrecht, der Verkäuferrückgriff, ich hatte ihn schon angesprochen, löst nicht alle Probleme. Gehen wir zur Einkaufslogistik, zu Operations und zur Ausgangslogistik. Zu den Compliance-Anforderungen gehört, dass ein Unternehmen keine Verträge eingeht, die es nicht erfüllen kann. Das ist klar. Und an der Stelle kommt wieder der Mangelbegriff für digitale Produkte ins Spiel. Die Hauptpflicht ist dort die Bereitstellung des digitalen Produkts. Die findet sich in § 327b BGB. Der Verbraucher muss das digitale Produkt nutzen können. Anders als im B2B-Bereich werden mit Verbrauchern keine detaillierten Verträge verhandelt. Verfügbarkeit, IT-Sicherheitsanforderungen und Datenschutz werden also im Grunde genommen nicht belastbar geregelt. Und das neue Leistungsstörungsrecht verbessert hier die Position des Verbrauchers erheblich. Es gibt einen objektiven Mangelbegriff vor, der diese Gesichtspunkte einschließt. Und Unternehmen müssen sich also damit auseinandersetzen, ob ihr digitales Produkt im Sinne der neuen Vorschriften überhaupt mangelfrei ist. Klar, der Verbraucher muss natürlich auch mitwirken. Normalerweise muss er die Produktbeschreibung sorgfältig prüfen, ob das Produkt sich überhaupt für seine Zwecke eignet, sich in seiner konkreten Systemumgebung überhaupt einsetzen lässt und es muss es auch selbst installieren. Klare und zutreffende Aussagen in der Produktbeschreibung, in der Installationsanleitung und in der Bedienungsanleitung reduzieren das Gewährleistungsrisiko für Unternehmen erheblich. Kommen wir zum Marketing und zum Vertrieb. Die neuen Vorschriften im Bereich Marketing sind recht konkret. Sie betreffen verbotene Praktiken, Dokumentationspflichten und Informationspflichten, zum Beispiel bei Telefonwerbung oder im Influencer-Marketing. Die Neuregelungen im Mangelbegriff des Kaufrechts und für digitale Produkte wirkt sich aber auch im Vertrieb aus. Produktinformationen, Werbemittel und Testprodukte sind relevant für die Frage, ob ein digitales Produkt mangelhaft ist oder nicht. Das Unternehmen muss hier sicherstellen, dass sein Produkt im Marketingmaterial richtig beschrieben wird. Und weil das neue Leistungsstörungsrecht von einem objektiven Mangelbegriff ausgeht, wird der Vertrieb von gebrauchten Waren schwieriger. Das hat jetzt übrigens nichts mit digitalen Produkten zu tun. Aber dort zeigt sich das Problem plastisch. Es ergibt sich jetzt nicht mehr aus der Natur der Sache, dass ein altes, gebrauchtes Markenhandy keine Aktualisierung des Betriebssystems mehr erhält. Subjektive Beschaffenheitsvereinbarungen sind zwar nach wie vor möglich, aber nur mit erhöhtem Dokumentationsaufwand. Und das muss im Verkaufsprozess abgebildet werden. Gewährleistungsfälle für digitale Produkte können aber auch umgekehrt entstehen, zum Beispiel indem der Kunde nach der Verwendbarkeit des Produkts in einer konkreten Systemumgebung fragt. Stimmt dann die Aussage des Verkäufers nicht, ist das digitale Produkt mangelhaft. Es eignet sich nicht für den vom Kunden, dem Verkäufer erkennbar gemachten subjektiven Zweck. Es versteht sich, dass der Vertragsabschluss im B2C-Geschäft auf der Basis geprüfter Standardverträge, allgemeiner Geschäftsbedingungen, erfolgt. Die neuen Vorschriften enthalten Regeln über zwingende Vertragsbestandteile, Belehrungen, Klauselverbote und unwirksame Vereinbarungen. Die Vertragsdokumentation muss daher in der Regel an das neue Recht angepasst werden.
Insgesamt sollten die Unternehmen die Auswirkungen der neuen Regelungen auf ihre Vertriebsprozesse intensiv prüfen, anpassen und das Verkaufspersonal entsprechend schulen. Kommen wir zum Kundendienst. Das neue Leistungsstörungsrecht für digitale Produkte erleichtert es dem Verbraucher, sich vom Vertrag zu lösen. Im Prinzip muss das Unternehmen das digitale Produkt sofort und mangelfrei bereitstellen. Andernfalls kann der Verbraucher das Unternehmen auffordern, die Leistung korrekt zu erbringen, und reagiert das Unternehmen nicht, kann er den Vertrag beenden. Er muss keine Frist setzen oder abwarten. Allerdings muss er schon bei der Fehlersuche und Mangelbeseitigung in zumutbarem Umfang mitwirken. Auch hier spielen klar formulierte Mitwirkungsleistungen bei der Fehlerbehebung eine entscheidende Rolle. Ja, und jetzt sind wir im Grunde genommen einmal durch die neuen Regelungen durch. Und an der Stelle sollte jedes Unternehmen oder Compliance-Beauftragter oder Unternehmensjurist ungefähr wissen, wo gehört was hin und wo muss was gemacht werden. Im nächsten Schritt muss man das intensiv betrachten und bewerten, wie wahrscheinlich ist es, dass das zu einem Problem wird und zu einem Nachteil wird. Und wie groß wird der Nachteil sein? An der Stelle kann ich an für sich nur ein, zwei Hinweise geben. Und eine Sache ist offensichtlich, es ist jetzt nicht nur so, dass der Mangelbegriff sich geändert hat, sondern auch die Frage, wann habe ich überhaupt einen Vertrag? Ich glaube halt, dass durch die Aufnahme des Bezahlens mit personenbezogenen Daten viele Online-Angebote, die bisher gewissermaßen als kostenlos und damit auch vielleicht als Schenkung mit einer Haftungsprivilegierung oder vielleicht auch gar nicht als Vertrag gesehen wurden, jetzt als das Bereitstellen eines digitalen Produkts gewertet werden können. Man ist also sehr schnell drin, dass man einen Vertrag hat. Und aus diesem Grund ist man auch sehr schnell drin dann in der Leistungsstörung. Und das betrifft nach meiner Einschätzung nicht nur Angebote, bei denen man sich auf einer Website registriert und gewissermaßen so eine Art Dauerverhältnis abschließt, sondern auch beim einfachen Abruf einer Website, die zum Beispiel dann das Nutzerverhalten beobachtet und also gewissermaßen den Website-Inhalt kostenlos bereitstellt, um damit Einnahmen zu generieren. So, da kann man vielleicht davon ausgehen, dass das Bezahlen mit personenbezogenen Daten ist. Und dann gelten die Pflichten IT-Sicherheit, die Pflichten Datenschutz und natürlich auch, ja, muss das, was da angeboten wird, auch irgendwie mangelfrei sein. Also richtig. Wenn wir uns dann anschauen, die Änderungen im Leistungsstörungsrecht generell, so fällt auf, dass die Verbraucherrechte massiv gestärkt worden sind. Der Verbraucher kann sich leichter lösen, ihm kommen Beweislasterleichterungen zugute. Es ist schwieriger, von dem gesetzlichen Leitbild abzuweichen. Der Unternehmer wird sich schwer tun, im Verbrauchergeschäft Leistungen anzubieten, die nicht dem mangelfreien, objektiven, mangelfreien Zustand entsprechen. Ja, aber wie gesagt, das muss jedes Unternehmen für sich intensiv bewerten. Ich würde das aber auch wirklich jedem nahelegen zu tun. Gut, das war's dann also für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Like, abonniert den Kanal, schaltet das nächste Mal wieder rein, wenn ich ein Video mache. Ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen.